Mit einem Ei ist die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey auf der Abschlusskundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 1. Mai empfangen worden. Zum Glück reagierte ihr Bodyguard schnell und wehrte das zum Wurfgeschoss umfunktionierte Lebensmittel mit einem Regenschirm ab. Ihre Rede musste die Politikerin daraufhin trotzdem abbrechen. Doch wer jetzt glaubt, sowas habe es noch nie gegeben, der täuscht sich. Immer wieder mussten sich deutsche und ausländische Politiker und Politikerinnen in der Vergangenheit gegen tätliche Angriffe wehren. Wir haben heute für euch die 5 heftigsten davon aufgelistet. Los geht's! Platz Nummer 5 geht an den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Bei seinem Besuch in der südwestfranzösischen Gemeinde Brax im Jahr 2011 schüttelte der Staatsmann gerade über ein Absperrgitter hinweg den Bürgern aus der Menge die Hände. Plötzlich packte ihn ein 32-jähriger Mann am Sakko-Kragen. Sarkozy taumelte, kann sich aber gerade noch auf den Beinen halten. Der Mann wurde von den Einsatzkräften vor Ort abgeführt und befragt. Angeblich wollte er mit der Aktion gegen den Einsatz französischer Truppen in Libyen protestieren. Immerhin, Sarkozy erstattete weder Anzeige gegen den Mann, noch hatte der Griff ans Schlawittchen irgendwelche anderen Folgen für den 32-jährigen Stadtangestellten. Etwas ulkig sieht die Szene dennoch aus. Ganz anders lief es für unseren Platz Nummer 4. Denn der Mann, der in diesem Video den französischen Präsidenten Emmanuel Macron ohrfeigt, musste für ganze 4 Monate ins Gefängnis und ist sogar aktuell noch auf Bewährung. Bei einem Besuch des amtierenden Staatsoberhaupts in Südfrankreich im letzten Jahr zog der 28 Jahre alte Mann den Präsidenten zu sich heran und verpasste ihm dann mit der flachen Hand eine Ohrfeige mitten ins Gesicht. Beim anschließenden Verhör gab er an, mit der Klatsche habe er seine Unzufriedenheit über Macrons Politik ausdrücken wollen. Auch zeigte er Sympathiebekundungen für die Gelbwestenbewegung und rechtsradikale Strömungen. Das Gericht im südfranzösischen Valence zeigte also wenig Verständnis, verurteilte ihn wenige Tage später zu 18 Monaten, 14 davon auf Bewährung. Platz 3. Kommen wir nochmal genauer auf den Eierwurf auf Franziska Giffey zurück. Auch wenn dieses Wurfgeschoss sie nicht direkt traf, hätte das Ganze durchaus schlimmer ausgehen können. Aufnahmen belegen, dass das Ei aus der Menge sie, wäre ihr Bodyguard nicht gewesen, wohl mitten ins Gesicht getroffen hätte. Selbst so ein 70 Gramm schweres Ei tut dann natürlich ganz schön weh. Der Täter konnte bisher aber nicht identifiziert werden. Laut Veranstalter handelte es sich um einen ungebetenen Provokateur. Ob die Aktion für ihn Folgen hat, ist noch offen. Platz Nummer 2. Auf dem Parteitag 2016 drückten Aktivisten der Bewegung Antifaschistische Initiative Torten für Menschenfeinde der linken Fraktionschefin Sarah Wagenknecht eine Torte mitten ins Gesicht. Da keine Einsatzkräfte anwesend waren, wurde der Tortenwerfer von Security-Mitarbeitern aus dem Saal begleitet. Die linken Politiker Dietmar Bartsch und Katja Kipping bauten sofort eine improvisierte Sichtschutzwand aus Pullovern auf, damit Wagenknecht vor der Menge abgeschirmt werden konnte. Weitere Aktivisten zogen danach johlend durch die Sitzreihen und verteilten Flugblätter. Zuvor hatte Wagenknecht sich auch innerparteilich zahlreiche Feinde mit der Äußerung gemacht, nicht alle Flüchtlinge können einfach so nach Deutschland kommen. Nachdem die Fraktionschefin mit sauberer Kleidung in den Saal zurückkehrte, wurde sie aber dennoch mit Standing Ovations empfangen. Die Aktion der Aktivisten nannte sie dann noch am selben Tag auf der Bühne saudämlich. Und wir kommen zu Platz Nummer 1. Es ist der Schuhwurf auf Ex-Präsident George W. Bush. Am 14. Dezember 2008 hielt Bush gerade eine Pressekonferenz zum Stand der Dinge in Irak in der grünen Zone Bagdads im Palast des Premierministers. Da brannten bei dem irakischen Journalisten Muntaser al-Saidi die Sicherungen durch. Er zog seine Schuhe aus und warf sie nach vorne in Richtung Rednerpult. Dem ersten wich Bush knapp aus. Den zweiten wehrte er mit erhobener Hand einfach ab. Bei der anschließenden Gerichtsverhandlung boten mehrere hundert irakische Anwälte an, al-Saidi zu verteidigen. 25 von ihnen standen al-Saidi im Gerichtssaal zur Seite. Am Ende stand eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren wegen Beleidigung eines fremden Staatsoberhauptes. Die irakische Bevölkerung sah das natürlich anders. Große Proteste erhoben sich in dem Land. Bush, der für den Irakkrieg verantwortlich ist, wird vorgeworfen, in dem Land Kriegsverbrechen verübt zu haben. Seine Amtszeit ging wenige Wochen später zu Ende.
Auf ihn folgte Barack Obama. Thank you very much, everybody.